Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir haben ja letztes Mal aufgehört hier in dem unteren Gebiet. Und da haben uns noch ein paar Missionen gefehlt. Die machen wir jetzt zu Ende und dann gehen wir hier in den mittleren Bereich. So, mehr oder weniger mittleren Bereich, ne? Und schauen, was uns hier noch so erwartet. Und ich habe mir schon mal die Mühe gemacht und bin hier rüber gelaufen zu Bonaparte und wir machen einfach die nächste Mission direkt. Bernadottes Haus durchsuchen, um herauszufinden, was er für Desiree empfindet. Daraufhin entsprechende Schritte einleiten. Okay. Ich befürchte, Kapitän Bernadotte hat sich in meine Verlobte verliebt und den Gedanken ertrage ich nicht. Oh. Da ich heute Abend mit ihr diniere, bitte ich euch, Bernadottes Haus beim Palais Royal zu durchsuchen, um mehr über seine Gefühle herauszufinden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass der vielleicht mit der durchbrennt. Bin ja gespannt, wie viele Kills ich noch machen muss mit der Stangenwaffe, bis die Trophäe ploppt. Sollten ja eigentlich nicht mehr so viele sein. Naja. Schauen wir mal, was uns auf jeden Fall noch erwartet. Ich freue mich schon auf die nächsten Mordfälle. Die machen mir echt am meisten Spaß, muss ich zugeben. Die sind richtig gut gemacht. Und ich hoffe tatsächlich, dass im Syndicate die auch noch irgendwie mit drin sind. Ich finde das echt cool gemacht. Oder zumindest halt so mehr oder weniger in der Art, ne? Würde mir ja schon reichen. Ja, mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, was ich von Syndicate zu erwarten habe. Aber ich freue mich auf das Setting. Ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt. Beim industriellen Zeitalter London. Und man hat zwei Charaktere, glaube ich, ne? Irgendwie so. Wo man zwischendrin wechselt. Aber wir kommen so langsam an die aktuellen Spiele ran und das ist cool. Deswegen hoffe ich, dass wir bald mit Unity durch sind, aber Unity braucht halt noch ewig mit dem ganzen Sammelzeug leider. Aber ich tue mein Bestes. So. Mein ganzer Controller vibriert, warum? Noch höher. Na, hier liegt was. Tagebuch. Aufgrund meiner Liebe zu Desiree lebe ich in ein beständiger Qual. Ich habe erfahren, dass sie heute Abend mit Bonaparte dinieren wird. Ich bin ein Mann der Tat. Ich muss zu ihr gehen und ihr mein Geschenk überreichen. Und ihr meine Liebe gestehen. Oh je, weh, Kollege. Du machst dir damit keine Freunde. Hauptmann Bernadotte, ich muss euch heute leider aus das Bedauern meiner Herrin Mademoiselle Clary übermitteln. Sie kann euch heute Abend nicht empfangen, da sie mit Hauptmann Bonaparte im Restaurant wohl lange dinieren wird. Bezahlung für einen Silberanhänger mit der Inschrift für die Serie erhalten. Okay, Bernadottes Haus untersuchen. Haben wir gemacht. Dann gehen wir jetzt zum Restaurant. Der andere geht essen mit der Frau und hier geht die übelste Revolution ab. So, tschüss. 30. Was kriegen wir für 30? Ein Satz Masseneinsatz. Ein meisterlicher Phantommantel. Ein meisterlicher Phantommantel. Was ist das? Brust? Nee. Da, meisterlicher Phantom. Okay. Koop-Mission. Koop-Mission. Alles klar. Geht so. Aber hey, es ist kostenloses Zeug. Also, warum nicht? Gegen kostenloses Zeug habe ich nie etwas. Okay, weißt du was? Komm. Wir gehen außen rum. Beziehungsweise
drumherum. Check, check, check. Das Restaurant finden. Okay. Na, eigentlich dürften die mich ja hier nicht angreifen. Ich bin ja auf Bonapartes Seite. Dieser Bonaparte speist aber mit dem reizenden jungen Ding. Ach die, die gibt sich doch mit jedem ab. Ist das nicht Bonaparte? Kapitän Bernadotte, ich bin mit meiner Verlobten zum Abendessen hier. Arnaud, könnt ihr den Kapitän hinausgeleiten? Sie ist angetan von Kapitän Bernadotte, wenn ihr mich fragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich enttäuscht bin. Wer heiratet schon diesen Korsen? Es heißt, sie bewundere Bernadottes muskulöse Wangen. Wie hinreißend skandalös. Okay. Ich werde euch lehren, so von Mademoiselle Clary zu sprechen. Was jetzt? Verteidigen. Er kämpft aber verbissen für den Ruf der Frau eines anderen Mannes. Okay. Er hat nicht gekämpft für Bonaparte. So mit dem Schwert herum. Bonaparte bleibt einfach hocken. Da, aufgespießt. 20 Gegner mit einer Stangenwaffe töten. Sehr nice. Was geht hier vor? Der Skandal! Die Schande! Ich habe ein Geschenk für euch. Ich möchte euch niemals wiedersehen. Tja. Garde! Donnez vite l'alerte! J'ai trouvé le corps de quelqu'un! Gut. Erledigt. Wie der einfach dran hockt. Dieser Riesenbabo. Unter deinem Eck. Okay, pass auf. Wir hatten nochmal so ein Ding für 20 Kills. Da, 20 Gegner mit einer schweren Waffe töten. Lass uns das doch auch direkt ausrüsten. Fähigkeiten, Waffen, schwer. So. Was haben wir denn da am besten? Das schwere Hackbeil oder das Henkersbeil? Die tun sie nichts schenken, die sind beide scheiße. Oh, nehmen wir das. Verbessern tue ich das nicht, weil, ne? Für was? Ich brauche ja nur 20 Kills damit. So. Dann ab zur nächsten. Ah! Es gibt noch eine Mission. Stimmt. Die war ja noch zu. Ich erinnere mich, genau. Aber da die ja jetzt was mit Bonaparte zu tun hat, machen wir die doch zuerst. Bernadotte im Bordell finden und ihn wieder mit Desiree vereinen. Echt, warum denn? Damit hintergehe ich doch Bonaparte. Das will ich aber nicht. Ich will nicht Napoleon hintergehen. Ist dafür berühmt, dass er böse Sachen macht. So, Jungs, 35, okay. Also es gibt noch mehr von den Dingern. Ich könnte mir vorstellen, dass die bei 50 gecapped haben. Aber, naja, mal gucken. So, dann machen wir doch die nächste Story-Mission hier für die weiter. Für die Liebesgeschichte. Aber das ist gut, damit erledige ich die eine, die noch offen war. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, schau. Und dann bleibt uns noch die andere, die mit der nichts mehr zu tun hat, und dann ist gut. Dann kann man direkt ins neue Gebiet. So. Lauf, 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 lauf. Hier. Ah, das ist die Tante. Bernadotte im Bordell finden, ja genau. So. Ich habe Bernadotte dem Laufpass gegeben, doch ich muss ständig an seine muskulösen Waden denken. Bitte findet ihn. Ich fürchte, er besucht gerade die Damen für gewisse Stunden im Palais Royal. Bringt ihn zu mir und ich werde ihm meine Zuneigung beweisen. Oh, 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 oh. Ach Gott, die muskulösen Waden.
Naja, jeder hat seinen King, ne? Das ist so komplett dumme Gründe. So, wo ist er denn? Ach da. Was geht ab? Nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Nun, außer trinken. Ich verlor die Liebe meines Lebens. Nun, warum nicht das Beste daraus machen? Madame, Prost, Mahlzeit! Madame, là-bas, combien mon offre-vous? 70 litres, vendu! Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ja, dann lauf doch. Wenn ich dir folgen soll. Warte mal, da du gerade sowieso nichts machst. So. Mach ich hier mal das Massenereignis fertig. So, ja, was jetzt? Stehst du jetzt hier blöd rum oder was? Auf geht's. Auf geht's, komm. Ist der eigentlich verbuggt? Hallo. Kollege. Ich glaube, der ist verbuggt. Kann ich das neu starten irgendwie? Nö. Hallo, Kollege. Okay, ich laufe mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht funktioniert es dann. Und wenn nicht, dann resette ich den. Irgendwie. Entfernung zum Ziel verringern. Jetzt bewegt er sich. War doch leicht verbuggt. Welche Art Dienstleistungen stehen zur Verfügung? Dass es damals erlaubt war, einfach so mit Alkohol rumzulaufen. Ja, aber ich glaube, zu der Zeit interessiert niemand mehr irgendwas hier in der Stadt. Ich muss diese Idee vergessen. Oh, hallo Süße. Ihr könnt mir helfen, sie zu vergessen. Ihr seid so ein aufrechter Soldat. Darf ich sich ablenken? Vielleicht später, Süße. Mein Gott. Ein Mann, der der Verzweiflung allein fällt, braucht ein Weib, das seinen Sturz abfedert. Armer Tropf. Für nur ein paar Francs helfe ich euch. Beruhigt euch, ich komme ja. Ich komme. Oh, es ist alles so trostlos. Wieso laufen die in so einem Bettwäsche rum? Irgendwie, keine Ahnung. Warte mal, ist sie nicht da ums Eck? Gegen was soll ich ihn jetzt verteidigen? Ah ja. Okay, ich mag die Grausamkeit, mit der ihr die Leute angreift. Sein? Täuschen mich meine Ohren? Ich kann nicht ohne euch leben. Aber Desiree, das kann nicht sein. Ihr seid einem anderen versprochen. Ich beweise, dass ich euch liebe, Jean. Euch! Geht zu Kapitän Bonapartes Haus. Bringt mir meine Liebesbriefe zurück, damit ich sie vernichten kann. Okay. Alter, ganz ehrlich. Die Mission finde ich so in den Haaren herbeigezogen. Wer sind die Revolutionäre? Auf einmal will sie den anderen? Ich sehe nicht. Und jetzt muss ich mal ein paar bestellen. Warte mal. Achso, ja klar, der hat ein Riesenhaus. Was denn sonst? Hier oder nochmal höher? Ja, wahrscheinlich nochmal höher.
brauche einen Plan. Was? Oh, diese alten Briefe? Vernichtet sie. Nun hat Josephine mein Herz erobert. Vielleicht ein taktischer Rückzug an der Désirée-Front. Und bezüglich Josephine, ein Marsch zum Klang der Kanonen. Ja, ein Flankenmanöver bei Josephine. Und ach, diese Flanken. Alles klar, der hat also die andere schon vergessen. Oh, diese alten Briefe? Vernichtet sie. Nun hat Josephine mein Herz erobert. Ja, dann ist ja in Ordnung, dann seid ihr ja alle zufrieden, dann passt's ja. Der andere hat seine neue, der andere, die eine hat den anderen. Dann ist ja alles gut. Ja, wo wollte ich raus? Hä? War hier nicht irgendwo ein Ausgang? So, hier wollte ich raus. Weg da. Dann sollen die ihr Glück haben. Ich muss sagen, die schwere Waffe gefällt mir so ein bisschen. Ich nutze die so mit richtig schön Gewalt. Oh, ihr habt sie! Vielen Dank! Und nun, mein lieber Jean, seht zu, wie ich sie verbrenne. Gott, welch leidenschaftliche Frau! Désirée, meine Liebe zu euch brennt so hell wie eure Liebesbriefe an Bonaparte. Könntet ihr euch... Oh, Jean! Wer greift ihn jetzt schon wieder an? Ach, die Alte hat auch ein Schwert, alles klar. Die hat's aber nötig. Na gut, dann viel Erfolg euch beiden. Alles klar, eine Mission weniger. Ab zur nächsten. Bonaparte ist glücklich, die ist glücklich, der andere ist glücklich, was will man mehr? Brennt durch, habt ein schönes Leben. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Also diese Pariser Geschichten sind echt wild. Gut, wo sind's denn hier? Hier, wer bist du? Schlagzeilen für die Guillotine. Zeitungen sollen durch andere Zeitungen ersetzt werden, deren Schlagzeilen Dr. Guillotine genehmer sind. Von der Journalie werde ich nur verspottet. Sie nennen die Maschine ein Karussell. Stellt euch vor, ich entwickle eine humane Art der Hinrichtung und die Zeitungen drucken ausschließlich negative Berichte. Könntet ihr diesen Artikel drucken, der die Vorzüge der Guillotine herausstellt? Und dann die auf der Straße erhältlichen Zeitschriften durch die neuen ersetzen? Mein lieber Doktor, stimmt ihr nicht überein, dass es Zweck einer Hinrichtung ist, dem Volk die unbarmherzige Vergeltung des Staates vor Augen zu führen? Der Zweck einer Hinrichtung besteht darin, das Leben eines Verbrechers zu beenden. Meine Maschine erreicht dies auf die bestmögliche Art. Ich widerspreche, Bürger. Wir wollen ihn vorgeführt und geviertelt sehen. Wir wollen sehen, wie sein Kopf vom Halse fliegt. Nicht wie er in den Korb plumpst. Wir alle kennen fehlgeschlagene Hinrichtungen. Unwürdige Schauspiele. Nein, es muss etwas Besseres geben. Und dank der Wissenschaft gibt es das auch. Mit dieser von Tobias Schmidt gebauten Maschine kann ich euch in einem Augenblick enthaupten. Und ihr spürt nichts davon. Alter. Wir waren schon wild früher. Das waren so die Gatherings früher, ne? So wie man heute jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fernseh schaut oder sich auf ein Bier trifft. Hat man sich früher auf einer Todesschau versammelt und den Leuten beim Sterben zugesehen. Klar, es waren Verbrecher, aber trotz allem. Wie blöd muss dein Kopf sein, um sowas zu genießen? So, ich soll ja andere Zeitungen drücken. Mein neuer Geselle.
Mach schnell, die neue Ausgabe muss umgehend gedruckt werden. Ja. Ich will es beschaffen. Interaktion während eines Kampfes nicht möglich, hä? Okay. Jetzt besser. Junge. Du kannst da oben doch gar nicht von mir irgendwie Wind bekommen, ne? Also. So, Zeitungen beschaffen. Okay. Muss ich nur irgendeine nehmen? Ist das wurscht? Oder muss ich wirklich jede ablaufen? Wenn ich jede ablaufen muss, dann... Oh Gottes Namen. Ich hätte aber 0 von 1. Also ich hoffe mal, dass es eine reicht. Wieso kennt mich hier jeder in der Stadt? Wer sind die Revolutionäre? Eine nationale Schande! Ja, bleib mal ruhig. Die neue Maschine soll die... Ja, de l'animation là-bas. So, hier. Hä? Quelle attention de votre part. Merci, merci. Merci beaucoup. So, okay, sind doch mehr. Ah, jetzt sind es auf einmal 3. Na gut. Ja, ist eigentlich egal, welche ich nehme. Nehmen wir halt den da hinten. 250 Meter. Warte, hier ist einer mit 150 Meter. Nehmen wir den zuerst. Sind alles so eine unnötige Nebenmission, muss ich zugeben, aber was will ich machen? Die Platin verlangt, dass man sie erledigt. Eine nationale Schande! Die neue Maschine soll dem Publikum die Hinrichtungen verleiden! Und den da hinten immer noch. Und dann sollte das ja hoffentlich erledigt sein. Dann haben wir einen random Typen irgendwie geholfen, die Propaganda zu stoppen. Eine nationale Schande! Die neue Maschine soll dem Publikum die Hinrichtungen verleiden! So. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Dr. Guillotines wundersame Maschine schneidet Köpfe schneller ab, als man blinzeln kann. Okay. Na, das sieht schon besser aus, wenn hier so wenig los ist, als wenn das hier so voll geklumpt ist. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen hier mit dem Viertel an. Und da gibt es direkt diese 3 Hausmissionen. Weiß nicht, soll ich die viertelmäßig machen? Also weißt du, halt hier den Stadtteil, dann den Stadtteil, dann den Stadtteil. Dann den und dann den. Ich glaube, so ist es einfacher, wenn man die Stadtteile mäßig macht. So, hier haben wir wirklich jetzt alles. 4 von 4, 1 von 1, 2 von 2, 6 von 6, 15, 2, 2. Hier ist auch alles und hier ist auch alles. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt zu den Gesellschaftsclub und machen da die Mission. Und ich sehe gerade, neben dem Gesellschaftsclub soll eine nächste Mordfallmission sein. Die machen wir dann im Anschluss. Ich kann leider nicht schneller laufen, warum auch immer. Jetzt kann ich schneller laufen. Ey. So. Junge, ich habe doch nichts getan. Okay. Ihr habt so gewollt. Ich muss Kills machen. Pech für euch. So. Wenn ihr das so wollt. Das Gute an den Gesellschaftsclub-Missionen ist, diesen schnell zu erledigen. Für gewöhnlich. Also bis jetzt waren die nicht sonderlich lang.
irgendwo hier. Laut Map. Soll der Mordfall sein? Ja, genau da. Den schon mal auf der Map. So, und ich will einkaufen. Da. Einmal shoppen. Und weiter. So. Hier geht immer noch die Party ab. Muss ich noch hier? Wahrscheinlich, ne? Ja, hier ist die erste für 800. Und da gibt es die mehr für 800. Oh, hier gibt es mehrere für 800. Warte mal. Sollen sie Heu fressen? Ja, dann habe ich die richtige abgehackt. In das Lagerhaus des Nahrungshortes einbrechen und das Essen für alle öffnen. Ja, das hört sich doch nach einer guten Sache an. Es ist allseits bekannt, dass Intendant Follon Speisen hortet und zu überzogenen Preisen verkauft. Wir haben eines seiner Lagerhäuser in Les Halles, oder Le Halles wahrscheinlich, entdeckt. Schaltet die Horte aus, öffnet das Lagerhaus und verschafft den Leuten so Zugang zu ihren Lebensmitteln. Der Rat. Alles klar. Let's do this. Das finde ich eine gute Sache. Du stehst im Weg. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, Moment, die tun wir auch kurz ausschalten. Sehr gut. So, das Gute ist, diese Gegend hat jetzt, so wie ich das verstanden habe, leichtere Gegner. Oder einfachere Gegner, wie die Gebiete jetzt vorher. Weil die Gebiete waren irgendwie schwieriger. Von der Ding. Ein Schwierigkeitsgrad. Tut mir leid, keine Lebensmittel. Nichts. Aber ich sah Säcke mit Mehl und den Traktor. So. Schön kurz aus dem Leben. Jieten. Moin. Oh, das ist gut, dass hier so viele sind. Aber schau, die sind alle Stufe 1. Dann kann ich nämlich hier schön meine Waffe leveln. Nicht leveln, die Trophäe machen. Ja. Bam, Junge. Und schwupp. Ja, geflogen ist. Okay, irgendwie mag ich die Waffe. Die ist zwar schwächer als meine anderen Waffen, aber irgendwie mag ich sie. Nee. Geh mal da rein jetzt. Hallo? Achso, hier sind auch andere Gegner. Upsala. Moment. So. Mach mal Platz. Du bist der Nächste. Bleiben noch zwei. Wir haben den halben Pariser Mehlvorrat hier. Wo sind die Menschen? Natürlich. Oh. Zerhackt. 20 Gegner mit der Schwernwaffe töten. Wunderbar. War auch erledigt. Dann können wir wieder auf die normale Waffe wechseln. Ausrüstung, Waffen, einhändig. Da mein Katana hatte ich. Sehr schön. Und tot. Gut. Und eine Mission weniger. Und hier ist eine Kokarde.
sondern das ist zufällig die, die ich denke, dass es die ist. Ja, genau. Okay, dann tun wir die gleich mitnehmen. Die gehört nämlich hier mit dazu, in das Gebiet. Und da ist sie auch. Sehr schön. Das haben wir und das haben wir. 1 von 15. So, warte mal. Hier, eins von den Dingen wieder markieren und weiter geht's. Also ich sage, wir machen erst den Gesellschaftsclub hier fertig und dann gehen wir zum Mordfall. Ja, ja. So. Wie kommt das Mehl aufs Dach? Die Nahrungshorde auf den Dächern von Paris töten. Ist klar. In einem letzten verzweifelten Versuch, seine Lagerhäuser zu füllen, lässt Follon beim Hotel de Ville Kisten mit Mehl über die Dächer transportieren, fängt die Arbeit ab und eliminiert sie. Ich sehe schon, das ist so ein bisschen food-related hier alles. Das finde ich krass, die Leute verhungern und die versuchen Profit rauszuschlagen. Es ist alles so... Keine Ahnung, wir Menschen sind schon Arschlöcher ab und zu. Hauptsache an das eigene Ding denken. Hauptsache der eigene Geldbeutel ist voll. Mehr Gegner. Aber das Gute ist, die sind alle easy. So. Gut. Oh, hier ist so eine gelbe Truhe. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ja, das gehört schon zum nächsten, ne? Ne, das gehört sogar noch hier rein. Tatsächlich. Laut meiner Map zumindest. Nehmen wir einfach mal mit. So, das Gebäude ist in einem anderen Gebiet. Mein Gott, ist hier viel los. Na, wohin denn noch? Durch die halbe Stadt drüber laufen. Okay, da oben ist einer. Gehen wir mal zu dem zuerst. Das hört sich doch nach einem guten Anfangspunkt an. Es sei denn, Arno macht hier so einen Bullshit, dann nicht. Hier ist wieder eine Koop-Mission, okay. So. Dann. Dich brauche ich. Und tot. Da vorne ist der nächste. Oder hat er nicht gezählt? Interessant. Der ist in dem Gebäude. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Mein Gott, ey.
Gut, bleiben noch zwei. Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Wo ist der hin? Gebt ihr Deckung? Auf und davon. Ah, na, das war jetzt super. Mhm. Ich glaube, der gehört nicht dazu, aber den tun wir trotzdem stylisch wegmachen. Der gehört dazu. Aha, einer und noch einer. Okay, der ist auch wieder im Haus. Na, geh runter jetzt. Hallo. Ich muss da runter, wo die Leute ist. Ich bin Arno. Hä? Ist da ganz unten? Jetzt geh doch dahin. Nee, da ist er doch. Oh, der ist auf 5, Level 5er. Okay. Ja, der macht auch Schaden. So. Erledigt. Warte mal, ich markiere mir gleich die nächste Mission. Das ist ein gutes Stück, wo wir jetzt weg waren. Dann können wir nämlich schon mal beim Verlassen des Gebiets direkt dahin laufen. Ja doch, über die halbe Stadt musste ich hinwegrennen dafür, für die Mission. Das ist schon krass. Ich habe eigentlich gehofft, dass die in der Nähe sind, aber naja. So, Belohnung erhalten. Wunderbar. Dann machen wir die nächste in dem Gesellschaftsclub. Das wird die letzte sein. Und dann zum Mordfall. Da freue ich mich. Schöne Schweinchen, hallo. Weiß ich nicht, ob ich das Schwein da essen wollen würde. Das hängt ja bestimmt schon so eine Zeit lang in der Hitze. Salmonellen, ahoi. Das war dumm von dir. Schon so wieder Witz sehen. Gut, jetzt bin ich doch eigentlich da. There we are. Hierher. Und da eins nochmal hoch. So, hier. Die 700er Quest. Okay, die Bauern befreien, die von den Nahrungshortern als Geisel gehalten werden. Nahrungshorter haben eine Gruppe Bauern beim Coup de Miracle als Geiseln genommen, um sie zu zwingen, ihre Ernte abzugeben. Findet die Horter und befreit die Bauern. Das ist ja schon wieder so weit weg. Kann ich mich da irgendwo... Ja. Ist ja nicht zumutbar, wenn ich da jetzt jedes Mal überall hinrennen muss. Hui. Gut, das sieht schon besser aus. Tante hat Spaß im Leben. Und rauf da.
Hier war doch die Hauptmission, meine ich, oder? Beim Rattenkönig. Sieht mir zumindest stark nach denselben Slums aus. Irgendjemand? Weiß ich nicht, ob da irgendjemand ist. Schön durch die Kehle durch. Und nochmal, weil es so gut ist. Und nochmal, jawohl. Wenn dann schon richtig. Aber sicherlich. So, gehen wir zum nächsten. Der chillt einfach nur hier so. Ich war quasi nie hier. Vielen Dank! Verfluchte Bastarde! Da. Ab zum letzten. Ich weiß ja nicht, was das hier werden soll, aber von mir aus. Ich glaube, ich muss sowieso da hoch. Böse? Nein. Ach, da unten. Fast. Ja. Gut. Ja. Ich glaube, ich kann mich eh nicht hin teleportieren, ne? Ist ja eh nichts in der Nähe. Also hauen wir in die richtige Richtung ab. Sehr gut. Okay, dann ja, habe ich fast richtig gehabt schon. Den möchte ich. Ab zum Mordfall. Boah, bitte sei gut. Ich hab da richtig Bock drauf. So. Apropos, was haben wir eigentlich noch für Dinger hier? Sequenzen beenden, alle Rüstdinger. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja, tu wieder weg. Tu es wieder weg. Ach, egal. Jetzt ist weg. Alle Herausforderungen beenden. Irgendwie spackt es so ein bisschen. Da renovieren und beenden. Alles mega langsam. Mittelalterliche Rüstung, Trainingsmission beenden, Truhen beenden. Karten sammeln, 20 Geldbeutel. Alle Fähigkeiten freischalten, Gnadenstoß. Okay, der Rest ist sonst mit Story und Nebenmissionen verbunden, beziehungsweise mit Fähigkeiten, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Die wiederum mit Hauptmissionen und Nebenmissionen und Koop-Missionen verbunden sind, weil ich dadurch die Fähigkeitenpunkte bekomme. Naja. Ist das eine Kiste, die ich brauche? Jo. Das ist eine Kiste, die ich brauche, theoretisch. Deswegen nehmen wir die mit. Wenn wir schon hier stehen. Da ist die irgendwo im Underground. Die ist in the Sewers. Dafür muss ich... Hier. Da ist der Weg runter.
mein Gott. Da ist es. Ja, damit. Eine von 40, jo. In dem großen Gebiet hier. Also an Truhen haben die echt nicht wenig reingepackt, das ist faszinierend. Aber gut, das ist halt genau das, was uns auch erwartet in Origins und in Syndicate wahrscheinlich auch und in Odyssey wahrscheinlich auch und in Valhalla hundertprozentig auch. Also, naja. Gut, so, wir kommen dem Mordfall immer näher. Da unten. Tschüss, Ronimo. Der Knochen des Anstoßes. Das schaut nach einer Leiche aus. Auflösen des Mysteriums und meinen mit Knochen gefüllten Sack. Akzeptieren. Okay. Im Sack befinden sich mehrere Knochen sowie ein menschlicher Schädel mit einem Goldzaun. Okay. Mit einem Goldzaun. Das wird bestimmt schon ausschlaggebend sein. Seht ihr? Ein Goldzahn. Ich kenne nur einen Mann mit Goldzahn. Er lebt mit seiner Tochter in der Rue de la Verrerie, Nummer 5. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Der Guschel weiß hier noch was. Was, ein Goldzahn? Davon sieht man nicht viele. Da ist ein Wirt ganz in der Nähe, in der Taverne du Chien qui boit. Wäre nicht schön, wenn er tot wäre. Okay, damit haben wir eine Taverne und irgendeinen irgendwo anders. Na gut, dann checken wir mal die beiden Orte ab. Wem hier der Goldzahn gehört. Also irgendein Wirt oder irgendeiner von der Tochter oder so. Schauen wir erstmal nach dem Wirt. Schenke Hinweise. Was darf sein? Goldzahn? Ja, der vordere hier. Bin verdammt stolz drauf. Den echten haben sie mir bei einer Prügelei ausgeschlagen. Mhm. Okay, aber somit ist ja der Typ quasi raus. Warte mal. Hier. Wenn der quasi ja schon hier gesagt hat, das ist seiner. Okay, dann ist das sinnlos. Okay, wir haben 6 Schauplätze zu besuchen, aber nur 2 frei. Und wo ist der Schauplatz mit der anderen? Ach, da hinten. Okay. Da muss der jetzt aber sehr viel aufschlussreich geben sein, um uns noch andere Orte freizuschalten, weil wenn wir 6 besuchen müssen. Das ist nur Ort 3. Boah. Wie soll ich denn die anderen 3 Orte erreichen? Oder erraten? Mein Gott, jetzt lasst mich doch einfach durch. Ihr Guschel. Ich hab keinen Bock, gegen mich zu kämpfen. Bin hier mitten in einem Mordfall, ja?
So. Verschwunden. Hör mich an. Du darfst so nicht weitermachen. Oh, Jamie, er ist seit Tagen fort. Was soll ich tun? Das hört sich doch an. Das hört sich so an, als würde hier jemand was wissen. Oben? Unten? Wieder so ein Haus ohne Aufgang. So, hier, Hinweise. Hier. Okay. Was soll ich nur tun? Ich schlafe nicht, ich esse kaum. Mein Vater ist verschwunden. Man erkennt ihn leicht. Er ist groß, hat vorne einen Goldzahn. Er kann sehr streng sein, aber er meint es immer gut mit mir. Ja, den siehst du nicht mehr. So. Ellas Vater verließ vor 3 Tagen das Haus, um ein paar Einkäufe zu machen und kam nie wieder. Großmutter macht mit ihm immer eine Liste mit Erledigungen. Mhm. Wo soll die Liste sein? Kann ich mit dir reden? Nein. Wo soll denn die Liste sein? Kann ich mit dir reden? Mhm. Tochter des Vermissten? Hä? Bin ich dumm? Vielleicht unten? Nee, das zählt aber nicht als Schauplatz. Vielleicht nochmal eine Höhe. Aha. Ich bin Ihre Großmutter, Gott segne Sie. Ich bin zu schwach zum Einkaufen, Ihr Vater erledigte das. Ich gab ihm eine Liste und schickte ihn los, ein paar Dinge zu besorgen. Ich erinnere mich nicht an jeden Punkt auf der Liste. Aber vom Händler unten auf der Rue de Lombard wollte ich ein paar Dinge. Okay. Damit haben wir nochmal eine Adresse. Da ist die Liste. Brief von Jamie an Bella. Du weißt um meine tiefe Liebe zu dir. Jeder Atemzug ist ein Seufzer mit deinem Namen. Ich bin auf ewig dein. Was uns auf dem Wege steht, der Absender ist Jamie McAnthur, Ruberin Puri 3. Damit haben wir nochmal eine Adresse. Okay, also wir haben den Typen, wir haben die Mutter, wir haben die Tochter. Wir haben hier nebendran eine Adresse. Und wir haben da unten noch eine Adresse jetzt bekommen. Das ist Jamies Haus, okay. Und das ist... Der Knochen des Anstoßes. Sieht man nicht. Egal. Dann gehen wir auf jeden Fall da noch hin. Wir haben ja 2 neue Adressen bekommen. Okay, neuer Schauplatz. Jamies Haus. Genau. Gut. Bis jetzt habe ich noch gar keinen Verdächtigen, ne? Kann halt jeder gewesen sein. Hier mit dem muss ich reden. Ja, der Mann mit dem Goldzahn. Der kam vor ein paar Tagen vorbei, kaufte Schuhe und Kleinkram. Danach wollte er zu einem Metzger, bei dem er noch nie war. Hat mich gefragt, wo er ihn findet. Seine Liste hat er vergessen. Okay. Da ist die Liste. Liste der Besorgungen. Lederschuhe, Kleidung, Pinsel, Gemischtwarenladen, Rue de Lombard 12. Im nächsten Eintrag geht es um eine Schlachterei. Aber die Adresse wird durchgestrichen. Mit anderer Handschrift ist zu lesen. Würstchen, Schlachterei, Megisier 31. Okay, damit haben wir ja nochmal in Ordnung. Damit haben wir jetzt noch Schlachterei und
Genau, hier ist die Schlachterei. Und dann noch Jamies Haus. Okay. Alles klar. Also bisher ist der Typ einfach nur rumgelaufen und hat seine Einkäufe erledigt. Wo ist er denn? Hab ihn. So, jetzt war nochmal hier irgendwo gelbe Sachen. Da. Da sind gelbe Sachen. Was ist das hier? Großer Langensack. Ähnelt dem Sack am Ufer. Enthält Schweineknochen. Oh. Okay. Okay. Und hier liegt einer. Kerl kam rein, dachte, er wäre ein Kunde. Dann ging er auf mich los. Er trug eine Kutte wie ein Händler und einen Dreispitz. Oh, und er hatte einen komischen Akzent. Vielleicht schottisch. Aha. Wir wissen, dass der Jamie Schotte ist. Interessant. Schlachtblock. Einige Hackmesser und schmutzige Schürzen. Blutige Eimer. Okay, gut. Bis jetzt weist alles auf den Schlachter hin. Kleiner Sack. Enthält ein paar Lederhandschuhe für Frauen, ein paar Kleidungsstücke und andere Kleinigkeiten. Es ist nicht der Sack, den der Typ mit dem Goldzahn ein bis jetzt eingekauft hat. Okay, hier haben wir erstmal alles. Dann fehlt uns nur noch Jamies Ort. Na, wenn das nicht mein alter Freund ist. Hörst du es nicht auf? Okay, also bis jetzt ist Jamie mein Verdachtsperson Nummer 1. Weil der Schlachter da dran lag und hat gesagt, der Täter hatte einen schottischen Akzent. Schauen wir mal, was wir bei dem zu Hause finden. Ich will doch gar nicht darauf. So. Los geht's. So ein Ding, wo kein Aufgang ist. Wie kommen die Leute überhaupt in ihre Wohnungen rein? Und die auch reinklettern oder was? Nein. Geh doch da rein jetzt. Okay, schauen wir doch mal. Hier gibt es zwei Hinweise. Da ist der eine. Briefe von Bella. Eine Reihe von Liebesbriefen von Bella an Jamie. Ich liebe dich so sehr, aber ich bin verzweifelt. Mein Vater will unserer Verbindung einfach nicht zustimmen. Mhm. Da haben wir auch das Motiv. Der Vater war im Weg, weil er nicht wollte, dass die sich vereinigen. Zerknüllter Brief. Lass meine Tochter in Frieden, dein Umwerben ist unerwünscht. Bella hat etwas Besseres verdient, sie wird mit Sicherheit keinen lächerlichen Schotten heiraten. Ich verbiete, dass du sie wieder siehst. Und damit haben wir, glaube ich, meinen Verdacht komplett auf Jamie gezogen. Es gibt sonst niemanden, der für mich hier in Frage kommt. Und Jamie war hier, soweit ich mich noch richtig erinnere. Keine Ahnung, wer von den beiden das ist. So. Ist ja wurscht, das sehen wir dann.
Okay, wir haben alle Schauplätze, wir haben alle Details. So. Das ist eindeutig eigentlich. Der Kerl hat den Vater umgebracht, weil der gegen die Genusswurzelung war. Und das, der hat ihn aus dem Weg geräumt, damit er seinen Willen durchkriegt. Ganz einfach. Ich denke mal, das ist so der 0815 der Krimi, den es überall gibt. Fehlt nur noch, dass es der Gärtner war. So, weg da. Okay, das war jetzt sag mal, nichts Anstrengendes, aber immerhin. Und war trotzdem ganz nett. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob ich recht habe, aber das wäre jetzt der Plot-Twist, wenn ich falsch liegen würde. Und Jamie war es gar nicht, dann stehe ich ratlos da. Dann weiß ich auch nicht. Dann hänge ich die Karriere als Ding an den Nagel, du. Als Detective Conan. So, hier. Du bist das, glaube ich, ne? Jamie MacArthur, genau. Der Vater verließ vor 3 Tagen das Haus, um ein paar Einkäufe zu machen und kam nie wieder. Großmutter macht mit ihm immer eine Liste mit Erlebnissen. Ja, ich hab Hackfleisch aus ihm gemacht. Hat er verdient. Sag ich doch. Der alte Grießkram. Verrückter Sack. Ich hätte euch genauso zu Haggis machen sollen. Ja, ja. So, Schlafmütze, aufwachen. Hat ihn zerstückelt, was? Schlimme Sache. Gut, such doch eine Waffe aus. Was kriege ich denn Schönes? Ohne falsche Anschuldigung gefunden, perfekt. Und wir kriegen Letoir irgendwas. Letoir Polaire oder so, Polaire. Fallzusammenfassung. Nachdem sich Bellas Vater geweigert hatte, sie Jamie MacArthur zur Frau zu geben, hackte dieser frustriert einen Plan aus, um den unliebsamen Vater verschwinden zu lassen. Er fing eine der vielen Besorgungslisten der Großmutter ab und vermerkte darauf die Adresse eines abgelegenen Schlachters. Eben jenen schlug er dann bewusstlos, wartete bis Bellas Vater eintraf, tötete ihn und zermalmte ihn mit dem Schlachtwerkzeug in kleine Stücke. Der Knochen entledigte er sich, indem er sie in einem Sack stopfte und ihn in den Fluss warf. Der muss da aber schon richtig kaputt sein im Schädel, du, ich sag's dir. So, wir haben irgendeine Waffe bekommen. War das einhändig? Nee, nee. Nee. Was war's dann? Nein, nein. Nein. Da, die hier. Die Letoir Polaire, die komische Morgensternwaffe da. Sieht schon krass aus. Okay, aber die ist natürlich logischerweise scheiße. Gut, damit haben wir da unten soweit alles erledigt. Wäre das nächste Ziel eigentlich hier die Kiste und die Mission. Oh, kann ich eigentlich gleich rüberlaufen, so weit weg ist es ja nicht. Dann können wir hier gleich am Shop vorbeigehen. Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? So, kurz mal einkaufen. Und dann gehen wir weiter. Da gibt es noch ein paar Sachen in dem Gebiet. So ein Pferd wäre hier in der Stadt gar nicht mal so verkehrt gewesen, glaube ich. In Rom hatten wir damals auch ein Pferd. Und Rom war auch riesig. So. Also es scheint schon wieder nach Untergrund was zu sehen. Ja, wir sind Untergrund. Okay. Ah, da ist ja auch schon direkt der Weg runter. Perfekt. Nee, ich gehe doch nur dran vorbei. Chill mal deine Backen.
Ist das die schon? Hallo, das ist ja die schon. Okay. Ich dachte, ich muss noch irgendwie noch tiefer gehen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber ey. Waka waka ey, ey, sag ich hier. So, weg mit dir. Da hinten den Schießwütigen. Oder? Grüß mich nicht, grüß mich nicht. Nope. Jetzt ist da mal gut, Kollege, ne? Oh. Zivilisten mit am Start. So. So, wenn ihr hier für Probleme habt. Einfach, weil du daneben saßt. Gut. Mission, wo bist du denn? Da oben. Okay. Checken wir mal ab, was die wollen. Kanalratte. Und du schaust nach einem schönen Assassinen aus, Kollege. Ein Attentat auf den Flüchtigen verüben, der sich durch die Kanalisation davon macht. Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Eh bien, qu'est-ce à dire, citoyen? Alles klar. Was für ein Zufall, dass wir in die gleiche Kanalisation gehen. Alles klar. Sagen, die sind doch alle egal. Aber dann fangen die an, hier rumzuschießen. Die Schießwütigen. Okay. Gehen wir oben rum. Gut, das war's. Ich mag es, wenn das so einfache Missionen sind. Schätze mal, hier komme ich irgendwann raus, ne? Hoffe es jetzt mal, ja? Ich hoffe nicht, dass die verlangen, von einem wieder den ganzen Weg zurückzulaufen. Na, ja, schaut gut aus. Sehr gut. Erledigt. Kanalratte. Jean-Baptiste Rotondeau. Gut. Damit haben wir das erledigt. Das hier. Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier. Da hinten ist ein Laden, da ist noch eine Koop-Mission. Hier ist eine Truhe, die ist auch im Underground und daneben ist ja direkt der Weg nach unten. Die rote Kiste können wir so noch holen, dann die Kokarde können wir noch holen. Und dann schaut die Welt auch schon wieder besser aus. Dann haben wir die Sache hier erledigt, dann können wir die Kiste hier mitnehmen, den hier machen. Oh, und dann so langsam sich weiter vorarbeiten. Okay. Das Gebiet ist tatsächlich auf der Karte zwar groß, aber hat irgendwie nicht so viel zu bieten zum Sammeln, habe ich das Gefühl. Aber ist auch vielleicht mal ganz gut so. So, schauen wir mal.
Wieso auch immer da ist, die Tür leuchtet. Den roten töten, ohne entdeckt zu werden. Erledigt. Okay, warte mal. Hier waren wir doch schon auch tausendmal. Das war doch die Koop-Mission hier. Die wir damals gemacht haben. Da war nur die Tür hier zu. Ja. Gut, dann ab zu der roten Kiste hier in der Nähe. Beziehungsweise zu der Concorde, je nachdem, was als erstes hier irgendwo auftaucht. Okay, sind quasi nebeneinander. Damit kann ich leben. Alles klar. Erledigt. Gut. Oh, der war knapp, aber hat gezählt. Sehr schön. Und da oben ist das andere Ding. Und erledigt. Sehr gut. Okay, pass auf. Dann holen wir uns die Kiste hier vorne und dann machen wir hier die Mission. Und unsere Truhe ist wieder voll. Die holen wir gleich bei Gelegenheit ab. Das glaube ich nicht. Sehr gut. 144.000 haben wir schon. Das Ding ist, wir brauchen noch sehr viele Tausende. Das Ziel eliminieren. Verbrecherbande. Ist ja direkt hier, oder? Ich sag ja, diese Begleiter-Dinger sind ja easy peasy hier. Hier, tschüss. Tut mich ja nicht mehr wirklich ablenken. Die machen wir einfach so nebendran. Okay. Dann holen wir die rote hier. Das Ding ist, hier wäre theoretisch auch noch ein Koop-Level-Up-Punkt. Aber den können wir natürlich so nicht holen. Dann müssen wir in die Koop-Geschichte rein. Ich hoffe nur, dass er in den Koop-Missionen drin ist, dass man trotzdem durch die ganze Welt laufen kann. Naja, gib Ruhe, komm. Okay, der wurde gezählt, passt. Mehr verlange ich auch nicht. So rum. Hier die Kokarde als nächstes, bitte. So, weg mit dir. Massenpanik. Mein Gott, die Leute abgehen. Die haben wir. Dann ist hier irgendwo eine blaue Kiste. Dann haben wir die auch. So. Und hier ist irgendwo so ein Schildding. Aha. Und dann
das ist wieder so ein Haus, wo kein Weg durch, nach unten führt. Ich will nicht mit euch tauschen, ey. So, hier, das will ich haben. Wunderbar. Gut, dann haben wir hier eine Kiste. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier die. Dann porten wir uns weg, dann porten wir uns wieder hierher und dann machen wir weiter. Dann bleibt ja nur noch der Bereich hier quasi. Und da ist auf jeden Fall noch ein Mordfall mit drin. Und sonst eigentlich alles, was wir sowieso schon sehen. Also eigentlich bleibt uns hier nur der Mordfall noch verborgen, der noch in dem Gebiet ist. Schon wieder eins, wo ich nicht hochkomme. Mein Gott, ey. So, hier. Einmal Le Knackes. Und schwupp. Erledigt. Meine Kiste. Schauen wir, ob ich den einen noch krieg. Na, komm her. Komm her. Und erledigt. Sehr nice. Okay. Back to the roots. Okay, im Endeffekt kann ich die jetzt auch mitnehmen. Und hier ist noch eine Kokarde. Dann machen wir halt den jetzt einfach mal so. Wenn ich eh schon hier oben bin. So. Da ist er. Ja, damit. Sehr gut. Und ab zur nächsten Kiste. Immer ruhig bleiben. So, Kokarde und Kiste erledigt. Okay, dann haben wir hier noch eine rote Kiste. Plus Mordfall. Theoretisch. Aber den Mordfall lassen wir noch aus, den machen wir gleich. Ich will erst hier die ganzen Kisten looten. So. Kiste gespottet. Enemy spotted. Bei mir wird hier der Mordfall nicht angezeigt, interessanterweise. Na, warte mal doch. Wieso wird mir der Mordfall nicht angezeigt? Muss ich erst irgendwas anderes erledigen? Nein, possible wär's. Complete all Marquis de Saint Paris Stories. Okay, die habe ich noch nicht. Die habe ich auch nicht. Wahrscheinlich das hier, ne? Ah, okay. Gut, dann können wir die noch nicht machen. Dafür müssen wir erst Missionen im anderen Gebiet fertig machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon sehen kann. Irgendwo hier sind drei. Genau, das ist es. Oh, da sind neue Dinge. Helixrisse. Hätte mich schon gewundert, wo noch welche sind.
Okay, dann machen wir das jetzt. Wenn die noch nicht möglich ist, der Mordfall, dann machen wir so weiter. Dann kommen wir hier nochmal zurück. Gar kein Thema. So. Gehen wir da runter. Nein, runter. So. Oh, Stufe 3. Ich mag ja Stufe 3. Ja. Ja, das war klar. Jawohl. Und ja, perfekt. Juhu. Sehr schön. So, ab die Kokarde holen. Die Knorke-Kokarde, wo ist sie denn? Aha. Hab ich. Und die Truhe hier. So, im Endeffekt habe ich dann die noch und die zwei Missionen. Dann habe ich das Gebiet hier erledigt. Bis auf den einen Mordfall. Cool, dann machen wir das doch. Holen wir die Kisten, dann porten wir uns kurz weg und dann machen wir die Missionen da. Die werden relativ schnell erledigt sein. Das sind hier wieder die coolen, kurzen Begleitmissionen. Junge, jetzt hör auf hier rumzuklettern wie der letzte Depp. Ich will den Dieb noch kriegen. Komm schon, komm schon. Give it to me, baby. So. Okay, dahin. Nur noch 20 Massenereignisse. Dann haben wir irgendwo da. Oh mein Gott. Irgendwas wieder Neues freigeschaltet. Wahrscheinlich wieder irgendeine unnötige Waffe, aber hey. Zum Weg. Man muss schon sagen, für 2014 ist es eine große Menge an NPCs, die hier projiziert haben. Ist gar nicht mal so dumm. So. Das sind mir die Liebsten. Einfach easy. Mit einem Schloss. So. Tatsächlich, pass auf, wir haben ein so ein Ding. Wir haben 12 Kisten von 14. Okay. 5 von den Dingern, 3 Missionen und 2 Mordfälle. Ja. Okay, aber dann fehlt mir ja eine Kiste hier, wenn ich... Oder die hat noch nicht dazu gezählt. Das, wir schauen gleich, wenn ich die andere gelootet habe. Sei denn, hier ist wieder irgendwo eine Kiste, die dann später dazu zählt. Keine Ahnung, wieso ich da jetzt so rumkletter. Wir gehen mal runter. Tag, Männer. Coolio. Okay. Ne, es sinkt immer noch 13 von 14. Witzigerweise. Hm. Obwohl ich eigentlich hier keine Truhe übrig habe. Komisch. Ist irgendwo eine am Rand, die vielleicht mitziehen könnte? Nee, auch nicht. Nee, ist ja wurscht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gut, ich wollte zurück ins Café Theatre. Und meinen Money abholen.
So, here we are. Gib. Sehr schön. Wie viel Money haben wir jetzt eigentlich? 194.000. Können wir uns was Schönes leisten? Kopf hatten wir mittlerweile auf Legendär. Haben wir auch. Haben wir nicht auf Legendär. So, können wir uns denn hier was Legendäres leisten? Gesundheit, Nahkampf, Fernkampf. Wie schaut der eigentlich aus? Okay. Okay, der ist halt krass auf Gesundheit, aber sonst nichts. Der ist übelst krass auf Nahkampf. Zusätzlicher Schaden. Und gibt ein bisschen Gesundheit. Der ist übelst auf Fernkampf. Okay, die sind... Also die Banditen sind dann im Endeffekt die Besten. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Jo. Dann nehmen wir noch die Banditen her. Und verbessern kann ich die noch nicht. Schade. Da fehlt mir von der anderen Währung Zeug. Gut, dann würde mir noch die Teile hier fehlen. Und das war's. Also nur noch ein Anzugsteil. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Und Schnellreise it is. So. Und hoppa die. Schauen wir mal, wie schnell wir die Mission hinkriegen. Mach es dir doch nicht schwerer, als es sein müsste. Gib mir einen Namen. Ach Mann. Wenn es sein muss. So, was haben wir hier? Eine süße Musik. Das Ziel eliminieren. Alte? Nee. Ich sag ja, ich finde die super, die Mission. So schnell wie die erledigt werden, das ist echt faszinierend. Gut, dann ab zu der nächsten. Und dann schließen wir das Gebiet vorerst mal ab. Dann müssen wir noch irgendwann wegen einem Mordfall zurückkommen. So, da, da. Das Ziel eliminieren, nicht von hier. Man kriegt doch nichts, irgendwie noch mehr Story oder so, gar nichts. Man muss einfach das Ziel eliminieren. Fertig. Stell keine Fragen, mach einfach. Jetzt jump doch dahinter. Oh, Junge. Kann's auch kompliziert machen. Jetzt bin ich länger da rumgeklettert, als dass ich den Typen gekillt habe. Ah, lol, doch, ich sehe gerade, wo die letzte Kiste ist. Bin dumm, die habe ich ganz übersehen. Hier. Die ist mir gerade eben auf meiner Karte aufgefallen. Deswegen zeigt es mir auch nur 13 von 14 Kisten an. Ja, manchmal ist man doch blind, obwohl man die Karte vor den Augen hat. Da kann man nichts machen. Oh. So. Dankeschön. Das nehme ich. Also. Ja.
Erledigt. Sehr, sehr, sehr nice. Wunderbar. Cool, Jung. Und jetzt steht hier nämlich 14 von 14. Sehr gut. Gut, das ist dann unser nächstes Ziel hier. Der Cluster hier vorne. Ansonsten, gut, da oben ist noch Zeug. Also hier oben sind noch ein paar Kisten. Hier ist so ein Nostradamus-Ding, genau. Ein paar Quests. Irgendwo muss da noch ein Mordfall sein, oder ist, was ist das? Nee, da ist kein Mordfall. Also im Endeffekt haben wir hier ein so ein Schild, 12 Kisten, 5 Rokaden, 3 Missionen und ein Nostradamus-Rätsel. Und wenn wir die Questreihe hier fertig haben, dann kriegen wir den Mordfall hier in dem Gebiet. Und dann sind wir hier fertig und dann gehen wir zu dem hier. Angefangen hier mit dem Nostradamus-Rätsel. Warte mal. So, ja, hier. Das Witzige ist, hier oben ist tatsächlich nicht viel los. Hier oben. Hier ist nur noch eine Kiste und eine Kokarde und das war's. Das meiste spielt sich hier unten ab. Na gut, aber jetzt sind wir erstmal hier unterwegs. Was ist das? Franziade. Egal. Also, ich mache eine kleine Pause. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann gehen wir da in das nächste Gebiet. Also, bis gleich.